Millionen und Millionen von Jahren schon dreht sich die Erde. Jahr für Jahr. Es gibt gute Zeiten und schlechte Zeiten, die gekriegt werden. Aber es entsteht auch neues Leben. Und Kinder werden geboren. Es gibt Regenzeiten. Aber es gibt auch Tage voller Sonnenschein. An einem besonderen Tag im Jahr kommt eine gesegnete Stille über die Erde. Und es fährt leise an schneien. Es ist Weihnachtszeit, wenn der Sammy Klaus Geschenke bringt für die kleinen und grossen Kinder. Die glücklichsten Kinder auf der ganzen Welt sind aber die in Italien, weil nämlich am 12. Tag nach der Weihnacht, am Dreikönigstag, Kinder in Italien nochmal Geschenke bekommen. All die Geschenke werden den Kindern von einer gutherzigen Hexe gebracht. Der guten Hexe Befana, die auf einem Besen rumfliegt. Aber an einem bestimmten Dreikönigstag vor vielen, vielen Jahren hat es so ausgesehen, als würden die Kinder in Italien gerade überhaupt keine Geschenke bekommen. Nicht ein einziges. Alberto, bleib auf dem Trottoir, Filippo Maria. Bitte, wir dürfen uns bitte nicht stören. Auf meine Liste tue ich 4 Zugwagen, 2 Lokene, 200 Spielzeugsoldaten, ein richtiges Auto für Kinder, elektrisch mit mindestens 4 Sitzplätzen, eine Tonne Plastilin und ein flottes Modellschiff, Schlachtschiff, Zerstörer, einen Flugzeugträger, 4 Kreuzer, dunkelgrün, alle mit funktionierenden Kanonen. Ausgezeichnet! Aber Carlo, ist das genug? Die Spielsachen langen doch nicht bis an Ostern. Bart, das sind wir, Filippo. Silvana? Signore? Geh, gib dir Befana unsere Listen. Der Papa hat gesagt, das müsstest du. Oh, zeig mal! Das tut auch, Mami. Bitte. Mal schauen, was Befana bringt. Bist anständig, Filippo Maria. Wenigstens wir beide müssen uns anständig benehmen. Recht hast, Carlo Alberto. Kein unschickliches Gedränge vor dem Schaufenster. Allerdings, was all die Aufregung soll, sehe ich nicht. Die Befana bringt doch Geschenke für alle Kinder. Stimmt, aber die reichen Kinder bekommen immer mehr. Das ist einleuchtend. Ist auch nur gerecht. Ah, wir können gehen. Schau mal, das Baby! Das würde ich mir wünschen! Liebe Befana, ich weiss, du wirst jetzt sehr beschäftigt sein und du musst vielen Kindern Wünsche erfüllen. Darum werde ich dich auch nur um ein einziges Geschenk bitten. Der blaue Pfeil. Herzlich, Francesco. Hallo? Ist denn jemand da? Frau Befana? Irgendjemand?
Was willst denn du? Was hast du gestohlen? Ist das der Befahrener oder etwa nicht? Wieso? Weil ich bin der Francesco und da habe ich einen Brief mit meinem Wunsch für Befahner, wenn es recht ist. Hey, oh, 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 oh. Blöde Ente! Oh. Liebe Befana, bla 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 bla, Francesco. Der Blaupfiel? Mhm. Hast du eine Ahnung, was der Blaupfiel kostet? Nein, macht etwas aus. Bringt Befana ihre Spielsachen nicht umsonst. Sicher. Befana hat früher ihre Spielsachen einfach verschenkt. Aber die Zeiten haben sich geändert, Kind. So, jetzt bringst du einfach deine Mama und der Papa mit ihnen einen Sack voll Geld. Und dann gehört der Blaupfiel dir. Ich wollte den Blaupfiel doch haben, weil er genau so ist wie der, wo mein Papa drauf geschafft hat, bevor er gestorben ist. Ein weiser Gof, hä? Wo kommen die Gofen eigentlich her? Ich kann nicht zwei Schritte machen, ohne über einen verlumpten Ball zu stolpern, wo für ein Segelboot, ein Eisenbahn, ja, oder ein Hund bettelt und kein Rappen zum Zahlen. Wenn du ohne Geld kannst leben, kannst du auch ohne Spielzeug leben. Das ist doch ganz klar. Ist gut. Entschuldigung. Wir sind doch alle gleich. Versuchen alle, mich schwach zu machen. Aber wenn er erreicht, ist nur, dass er mich verrückt macht. Komm, verzüchte. Haus in Köbel, mach, dass du wegkommst. Du verschwerst noch mit einer Kundenzicht. Blöde Brühligofen, aber nicht mit mir. Scarafoni, was ist denn das für ein Lärm? Ja, ist gar nichts. Ist gar nichts. Könnt ihr bitte ein Moment daher kommen? Ich komme, Frau Befana. Einfach nicht. In all diesen Jahrhunderten an der Arbeit hatte ich noch nie eine Grippe. Oh, so ein Schnupfen. Ausgerechnet in der Weihnachtszeit. Dann trinken Sie doch aus. Ja. Mhm. Oh ja. Was für ein Glück, dass ihr euch freiwillig gemeldet habt, mir zu helfen, gerade bevor ich krank geworden bin. Es muss das Alter sein. All die kalten Nächte auf meinem Besen, die Ruhe in der Chemie und... Ja, sicher. Was ist eigentlich für Zeit? Was für Zeit? Fünfi, Frau Befana. Oh, du liebe Zeit, Herr Jemine. Ich glaube, ich schaffe es wirklich nicht das Jahr. Die Ruhe, Scarafoni. Oh. Ja, ja, nehmt ihn. Ich weiß, er ist in guten Händen. Oh, der Schal. Den nehmt nur noch. Oh, gut. Von weitem merkt man nichts. Die Kinder werden denken, Isix. Merci vielmal. Danke, danke. Für mich und für die Kinder. Gern geschehen. Es ist eine Ehre und ein Vergnügen, ihnen zu helfen. Sie ruhen einfach aus und werden wieder gesund. So ein netter Mann. Fliegt vorsichtig! Hallo? Nein, aber der Befana ihre Vertretung. Drei Kanonen, Soldaten und ein General.
Gut, der wird aber ziemlich teuer. Und Hauslieferung kommt extra. Was? Nein, 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 nein. Kein Besen, kein Chemie. Ich reise mit dem Taxi. Die Rechnung. Bargeld im Voraus und kommen Sie schnell. Wir machen bald zu. Sehen, was Sie gesehen haben, Klaus. Ich habe noch nie so verdammt viel Kohle auf einem Haufen gesehen, Hirni. Komm, gehen wir rein, weil ich einschüchtern. Hört doch auf! Komplett ausrauben! Bist du blöd? Sicher nicht jetzt, später. Es ist der Königstag. Die Strassen sind leer und er wird ausliefern. Dann schlimm wir zu. Wir kommen, klauen und sind reich. Hey, hey! Nacht essen, dann liefern und dann spiele nie der Hex ein Streich und werde reich wie ein Scheich. Nicht einmal ich, der Grosshäuptling Silberfeder, weiss, was zu tun ist. Und ihr? Francesco, du schaffst heute Nacht. Warum nicht? Das Kino ist offen. Aber es ist fast leer. Überhaupt. In deinem Alter solltest du daheim auf Befana warten. Befana? Die gibt es doch eh nicht. Das ist die letzte Nacht, wo wir zusammen sind. Es ist unsere Nacht. Heiliges Walros, schaut, der Schnuffel ist eingeschlafen. Er ist am Träumen. Francesco! Oh, ich bin da. Excuse. Ich hatte einen Traum von Francesco, dem Bub, der heute reingekommen ist. Traurig war er. Und ich auch. Er wird heute Nacht keine Geschenke bekommen. Heute Nacht wird kein armes Kind Geschenke bekommen. Das ist eine Tatsache. Alle werden enttäuscht sein. Ah, pauvre Francesco. Er ist so manchmal über die Weihnachtstage. Und heute war er so aufgeregt. Er hat doch so fest gehofft. Halt! Was wäre, wenn wir ihn überraschen? Oh ja! Ich liebe Überraschungen! Ich liebe Überraschungen.
Titi, lass noch ums Zeug raus. Wart! Ihn überraschen? Wie? Also, wir wissen, wie er heisst. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wo er wohnt. Aber es gibt doch Tausende von Francescos. Sicher, aber ich könnte seine Spuren suchen. Mit meiner Nase. Ich bin zwar nur ein Stofftier, ich wäre recht, aber ein paar Hundetricks kann ich auch. Spuren schmücken. Wo soll das noch hinführen? Denk zum Francesco. Und dann geben wir ihm uns als Geschenk. Oh ja, das machen wir. Verflixter Wettergott. Halbbart heisst sie vielleicht, aber da bin ich ganz dafür. Er heisst Halbbart, weil sie ihm, was sie nicht gemacht haben, aus Versehen nur einen halben Bart angeklebt haben. Genug! Das ist der letzte Aufstand. Wir sind schon bestellt worden. Und Befehl muss man schon befolgen. Das sehe ich anders. Ruhe. Schnuffel hat recht. Wir sind echte Spielsachen. Gemacht von Künstlern. Nicht etwa Ramschwar vom Fliessband. Wir haben eine Seele. Und unsere Seele sagt uns, geht zum Francesco. Absolut. Außerdem wird ihr nicht einfach eins von 100 Spielzeugen sein, das von so einem verwöhnten Goof in den Ecken von seinem Zimmer geschossen wird. Ich will ein Kind glücklich machen. Ein Kind, das mich gerne hat. Stimmt, gut gesagt. Dann müssen wir es zeigen, Bonnie. Sehr gut. Ich und meine Armee sind voll dabei. Wir sind's auch. Ich bin der Gerald. Ja. Ich will nicht in irgendeiner lauten, überfüllten Bude leben, die stinkt nach Spaghetti. Ja, dann bleibst halt. Was? Moment mal. Ich meine, wenn ihr so seht, dann... Also gut. Ich komme ja. Gut, alle einverstanden. Wir müssen aber der Befana einen Brief schreiben, dass sie unsere Meinung weiss und sich an der nächsten Weihnacht besser aufführt. Ich schreibe. Vielleicht haben Sie kein Herz mehr, aber wir Spielsachen schon. Wir gehen zu Francesco. Auf Wiedersehen. Schnell, zurück an unsere Plätze. Wenn's nach meinem Kopf wäre, dann wäre ich immer da. La, 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 la. Aber warum euch gratis geben, wenn ich dafür Geld kann? La, 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 la. Schauen wir mal. Rosetti, Modell Isabahn, 5 Spielzeugsoldaten. Don't break my heart. Psst! Falltüre! Don't break my heart. Don't break my heart. Hä? Ah. Verdammte Müsse! Giuseppe. Ein Kran. I'll show you just the way I burst into the play. I'll win your heart. My tender tiger. I'll win your heart.
your heart. Weck uns in einer Stunde. Aber das ist viel zu früh. Die Befana kommt nicht vor Mitternacht. Sie kommt sicher zuerst zu uns. Weck uns also in einer Stunde. Ich habe mir von der Befana auch etwas gewünscht. Ich kann nicht meine Socken aufhängen. Lieber nicht. Das Geschenk würde ja sowieso nur durchs Loch gehen. Meinst du, Befana denkt an Maria? Ich glaube schon. Schon da? Nein, du hast schlafen. Schlafst dann du schon? Ja. Ist sie jetzt schon da? Nein, schlaf jetzt endlich. Sie kommt bald. Schau! Dort ist ein Loch in der Wand, hinter der Kiste. Es führt in einen anderen Keller. Und von dort können wir auf die Strasse raus. Hey! Hä? Schnell, verschwindet alle durchs Loch. Oh, die verflixte Schlunki! Ha! Wo sind die? Ha? Ha? Schnell, schnell! Oh, oh ja! Oh, 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 oh. Los, quetscht euch durch! Da geht also da vor. Hallo, Gefechtstellung. Ich wollte mal alles sagen. Vielleicht bestraft ihr uns denn nicht. Kommt mit! Schnell! Die denken, sie sind frei. Aber niemand verdwitscht ein Skafoni. Wo sind wir? Oh, die Angst! Ich esse es, wenn ich nichts sehe. Attention! Ladet Kanone im Laufschritt! Fertig, los und Feuer! General, riefen Sie Ihre Männer zurück. Da find ich kein Find. Das ist ein Kind. Hä? Ein Schlachtfeld ist nicht Platz für ein Kind. Was macht denn der da? Schlafen? Der wohnt da. Der Keller ist sie daheim, General. So ein hübscher Bub. Ja, genau. Aber die Manieren! Schau, wie er däumelt. Da vor allen Leuten. Interessant. Ein Brief an Befana. Da steht: Liebe Befana, ich will versuchen, wach zu bleiben und dir selber zu erzählen, was ich mir wünsche. Aber falls ich einschlafen sollte, schreibe ich es dir auf den Zettel. Ich bin ein lieber Bub. Aber wenn du mich glücklich machst, werde ich noch braver sein. Wenn ich nicht glücklich sein kann, warum sollte ich lieb sein? Dein Mario. Leuchtfest, Donnerwetter und der Fahne. Es gehen böse Hände mit dem Bürstchen. Und wir alle wären daran schuld. Ii,
so böse enden? Ist die aber schlimm? Es muss uns etwas einfallen. Aber der Mario hat gar nicht gesagt, was er will. Wir brauchen einen Freiwilligen. Ich melde mich, General. Mir gefällt das Kind. Das geht nicht. Wir brauchen deine Nase, für den Francesco zu finden. All die Aufregung hat mich schon ganz müde gemacht. Warum bleibt eigentlich nicht ich hier? Wenn ihr gegen die grusige kalte Welt kämpft, machen wir ein kleines Schläfchen. Verflixt! So ist recht. Ein guter Teddy für einen glücklichen Knirps. Da wird jetzt sicher ein lieber Bub sein. Schlafen gut, ihr zwei. So, jetzt sollten wir langsam gehen. Alles einsteigen, meine Damen und Herren. Einsteigen, es ist Zeit zum Gehen. Ciao, Teddy. Passet auf, Spielsache. Jetzt! Komm! Zigarre. Auch Gummi. Jetzt schmeckt noch ein bisschen nach Hotdog hier. Ausgelatschte Schuhe. Das ist ein. Die Welt. Ist eine bildschöne Welt. Das stimmt. Aussicht, Töne, Düfte und Farben. Wunderschön. Au, oh, es ist ja so riesig. Grösser, als ich mir je gedacht habe. Was ist das dort oben? Au, oh, das muss ich denken. Das ist der Himmel. Wie hoch ist der Himmel? Oh, das weiß ich nicht. Zentimeter. Hilfe! Was machen wir jetzt? Kein Problem. Ich kann den Blaub viel mit meinen Kranen rausheben. Ich wusste, dass das passieren wird. Wir werden alle vermodern, in der Kälte verfrieren und das Dreck auf der Straße enden. Oh!
mit dem Geschrei? Was soll das Geschnatter? Wir jubeln für dich, Kapitän. Du bist ein Held. Blödsinn. Held! Aufzeichen! Sofort Licht aus! Donnerwetter! Das ist doch der Scarafoni! Nein! Hey! Jetzt habe ich euch! Ihr hockt in der Klemme! Hey! Komm, wir verschwinden von hier. Schnell, pressier. Noch links. Sofort. Büße für da! Komm jetzt, bevor es irgendjemand hört. Oh, der furchtbare Husten. Wo ist jetzt die Medizin vom Scarafoni? Ah, da. Hey, das da ist offen. Ja, und sich's glieb, ist es nicht. Stoß! Und du sagst mir, ich müsse abmagern. Hebt's Maul und komm mit. Wir brauchen ein Kind. Am Dreikönigstag? Wo finden wir am Dreikönigstag ein Kind? Hm?
glaube, ich habe die Spur verloren. Warum, alter Dira? Der Schnuffel hat an Francesco seine Spur verloren. Oh nein! Und was jetzt? Ich fliege voraus und tue die Lage auskundschaften. Der Motor klingt irgendwie komisch. Dann muss ich halt Kompressoren kontrollieren. Strom kommt. Strom kommt? Der blaue Film ist auf dem Gleis. Kanonier, Achtung! Fertig machen zum Schießen! Das Drum, da schießen wir in kleine Stückli! Fertig! Seele! Feuer! Hä? Warte! No! Um Himmels Willen! Feuer einstellen! Sacre bleu! Meine Kanal! Meine schöne, schöne Kanal! Weg! Für immer. Ruhe! Wir sind alle unter Arrest. Für Hochverrat. Weg. Ganz weg. General, Sie verhält sich in dem Schnee. Jeder, der es wagt, mich auch nur mal anzulangen, wird grad verschnetzelt. Vielleicht erklären, warum du mitten in der Nacht hier herumsaust? Und sag mir, warum du sprechen kannst. Ich? Sie überdimensioniert, der Spielzeugfänger. Warum können Sie überhaupt reden? Was weiß ich? Oh, dann halt. Wenn das so ist, haben Sie nicht zufällig einen kleinen Bub mit roten Haaren und so einem Wirbel gesehen? Ich habe Tausende von denen gesehen. Welchen meinst du? Ja gut, sein Name ist Francesco. Er ist, mein Freund. Dein Freund, hä? Wir haben ihn schon überall gesucht. Aber vielleicht war er gar nicht da. Wir haben seine Spur dort um den Ecken verloren. Ihr Moskitos kennt wohl unsere Kinder nicht, oder? Sonst wüsstet ihr nämlich, wie gern sie auf dem Gepäckträger ihrer Freunde mitfahren. Obwohl das verboten ist. Aber dein Freund mit den roten Haaren hat genau das gemacht. Ein Polizist hat ihn vom Rad heruntergeholt, hier vor meinen Füßen. Wirklich? Dann kann ja der Schnuffel da an den Stufen schmecken und so an Francesco seine Spur wiederfinden. Ich hole die anderen. Gut, Gesellschaft ist mir immer recht. Was ist das? Oh, der würde mir im Frieden noch passen. Und ich sage, ich habe ihn von der Befana selber bekommen. Schnell weg! Carlo Alberto! Filippo Maria! Kommt rein! Es ist viel zu kalt draußen. Bitte! Das ist schrecklich. Es scheint äußerst schlecht organisiert zu sein. Das finde ich auch. Spielsachen, die allein im Schnee gehen, spazieren. Und hast du die komische Befana gesehen? Ist das eine Art, den Dreikönigstag zu feiern? Filippo?
Ich habe eine ganz wichtige Frage. Ist echt der Dreikönigstag abgeschaffen worden? Du meinst, man würde so etwas machen? Nein, unmöglich. Das hat uns jemand gesagt. Ah, klar. Und wir wären doch die Ersten gewesen, die es gewusst hätten. Das ist eines, was sicher ist. Oh. Ist schon fast fertig, Klaus. Er kann jetzt jeden Moment kommen. Jeden Moment? Bis dann bin ich ein Eiszapfen. Ich spüre meine Nase nicht mehr. Meine Ohren sind schon eis. Ich habe einen Schnorren voll. Hey, wir brauchen ihn. Denk nur einmal, wie reich du sein wirst. Das sollte dich aufwärmen. Ach, vergiss es hier nicht. Ich denke doch nur an einen warmen Ofen und mit meinen Schuhen voller Schnee. Mir langt's! Katharina. Gregorio. Katharina. Gregorio. Oh, Katharina. Oh, Gregorio. Mir langt, ich hau ihn ab. Jetzt weck dich ab und fahrt. Nein, ich verdufte. Du gehst jetzt gar nie her. Seid wer? Sag ich. Oh. Schau. Es geht ein Funny. Wer bist denn du? Wer willst von mir? Ich weiß, wo sind, es geht ein Funny. Und? Warum erzählst du mir da? Ich wollte nicht im Haus von einem armen Kind leben, Signore. Versprechen Sie mir zu helfen? Ah, da sehen wir denn. Bis denn, führst du mit Sonnen. Thank you.
von ihm. Aber nicht einmal ein Zauberer kann sich in Luft auflösen. Es ist spät. Wir müssen weiter. Alle mit dem Häuptling Silberfedern! Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und viel Glück. Stopp! Bremse! Ich bin große Manitou! Sind wir denn schon da? Ich schmeck einen miesen Geruch. Meine lieben, verschwundenen Spielsachen. Oh, das ist Jana? Wo sind die Jana? Du hast sie gesehen! Nein, ich bin da gewesen, versteckt! Versteckt? Von was? Du hast doch gesehen, wo sie alle sind! Nein, ich schwör's! Bitte nicht so fest! Fest? Da, da ist fest! Wo sind sie? Ich weiß nicht! Wirklich nicht! Ich find die schon selber! Jetzt kommt er. Ist er tot? Oh nein, ja. Mama, wo ist mein Chuchu? Tante sagt, einer von uns sei ein Verräter. Sie war der Zauberer. Und er ist schwer verletzt. Wir müssen zu ihm gehen. Schnuffel, wo ist der Schnuffel? Der Schnuffel hat gegen den Scarafoni gekämpft, dann ist still geworden. Der ist jetzt ein Held. Er hat sich selber geopfert für unsere Rettung. Mama! Aber warum hast du es denn gemacht? Red doch nicht mit dem Verräter! Ich wollte nicht zu meinem armen Kind gehen. Ich wollte, dass Befana mich einem reichen Kind schenkt. Oh, danke. Ich bin geizig und herzlos. Wahrscheinlich hat der mich gemacht hat, mir kein Herz gegeben. Oh. Hm? Oh.
ist so schön. Ich fühle mich gut. Ich habe dich gern, Rot. Und dich, Grün, dich habe ich auch gern. Und Gelb und Blau. Carlotta, Barbara, Silberfedern. Ich mag sogar dich, Halbbart. Oh, wie schön. Ich habe alle gern. Jetzt bin ich gut. Ich bin gut. Gut. Ich bin gut. Nun, das klingt alles sehr gut. Aber wie wollt ihr Francesco ohne Schnuffels Nase finden? Ja, so weit sind wir gekommen. Für nichts. Hä? Hey! Ist das jetzt? Wir müssen zurück zum Laden von der Befana. Nie! Lieber würde ich doch einen Abwasserkanal segeln oder noch lieber ein Pirat werden. Wart einen Moment. Das Buch ist voll mit Luther, Francescos und Marias und Giuseppes und auch Albertos. Aber das ist der Befana, ihr Adressbuch. Das Carafoni hat es wahrscheinlich verloren. In diesem Buch sind die Adressen von allen Kindern, die brav waren in diesem letzten Jahr. Gut, auch wenn wir den Francesco nicht finden, können wir doch einen Haufen andere Kinder glücklich machen. Kinder! Ich liebe Kinder! Was meinen ihr dazu? Es bleibt jetzt nur noch eins übrig. Alle einsteigen! Alle einsteigen! Scarafoni! Telefon! Oh, er ist ja weg. Ja, aber wer könnte das sein um die Zeit? Hallo? Ja, das bin ich. Spät. Oh, Geduld muss man haben. Ah, ich komme sofort. Was? Dir glaubt mir nicht. Um die Zeit. Ich meine, was? Der hat Salz? Was meint er? Gerät mit dem Dr. Scarafoni? Ja, nur keine Sorge. Ich werde mich darum kümmern. Ich habe gesagt, ich werde mich darum kümmern. Das ist meine Medizin, das schon. Aber das ist ja Gift. Er hätte mich wollen vergiften. Aber wieso? Oh, was ist das? Vielleicht haben sie kein Herz mehr, aber wir Spielsachen schon. Oh, du Herr Jemine. Wo habe ich nochmal den Ersatz besser? Ah. Kletterst du da innen und machst für uns die Eingangstüren offen. Und wenn irgendetwas Krumms willst, drehen. Es ist zu klein. Da komme ich nie durch. Steck deinen Kopf innen. Dort, wo der durchgeht, wirst du den Rest auch durchkriegen. Au! Chapadalpi. Komm jetzt mit. Mach jetzt auf, hörst du mich? Lass mich rein. Warum machst du so lang? Wart nur, bis du mir zwischen die Finger kommst. Oh, wart nur, bis du mir auch zwischen die Finger kommst. Siehst du, was so gesagt? Hallo, Polizei, kommt schnell. Bitte, wir fahren an die Ebene eingebrochen. Ja. Jammer an schwarzen Hirne. Hey. Mein Name ist Klaus. Vergiss das nicht, Sus! Sus was, Spatzenhirne? Hilfe! 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 Rüste Polizei! Hilfe! 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 Bleib stehen! Halt oder ich schiesse!
Hände hoch oder sonst ist es passiert. Aufmachen! Wer ist da drin? Ich habe jetzt eine neue Show. Was? Francesco? Du! Ich habe mit all dem nichts zu tun. Oh, die natürlich hat... nicht, hä? Wie bist du denn da reingekommen? Kein Vertrauen in Befana, hä? Hast du selber ein Geschenk aussuchen? Aber... Nein! Franziska Zeppeloni, 7-jährig. Wer ist jetzt dran? Picasso. Nein, Higa. Warte, wir gehen doch zusammen. Dann müssen wir nicht allein sein. Wenn es denn nicht nett ist. Das Lied aus dem Laden. Die Reise ist vorbei. Die lieben Freunde. Heiß jetzt halt gar. Es ist halt Zeit, uns zu verschenken, uns miteinander. Drum wünsche mir aus vollem Herzen alles Gute. Paolo, ein 5-jähriger Bub. Ich wette, der wünscht sich eine schöne Holzente. Das wird dir noch leid tun. Wir sagen der Bulle, du siehst an allem die Schuld. Wir sagen noch sogar, du hättest den Laden ausgeräumt. Aua! Genau, dann steckst du mir die in die Kiste statt uns. Meister Rinaldo! Meister Rinaldo! Oh, wer ist da? Mit der... Oh, Entschuldigung, Frau Befana. Aber was verschafft man um die Zeit her? Wir haben keine Zeit für Geschwätz. Macht euren Laden auf und dann die Arbeit. Ich brauche Spielzeug. Aber... Ihr erklärt es später. Pressiert einfach, sonst haben die Kinder zum ersten Mal im Leben überhaupt keine Spielzeuge. In einer Stunde komme ich zurück. Ein Bub mit dem Namen Marino. Marino. Marine. Matros. Ich gehe an Land. Das ist mein Hafen. Gut, dann volle Fahrt voraus. Guten Wind. Auf was wartet ihr noch? Drachenfest, Donnerwetter. Was ist denn nun mit euch los? Traurig. Du wirst uns fehlen. Euch fehlen? Euch fehlen? Was? Traurig. Zeitverschwendung. Kommt! Lacht Kopf hoch, Freunde. Wir werden uns wiedersehen. Voll in Wind! Beim Sonnenaufgang wird der Marino frisch und munter aufstehen und in seinem Lavabo mit glänzigem Schiff schwimmen sehen. Donnerwetter, so Überraschungen sind so schön. Vielleicht malt man ja den Marino den Rest von meinem Bart.
Endlich Wasser. Ruhige See. Und der wolkenlose Horizont. Mama! Mama! Befana hat mir das Bär gefragt. Es ist ganz schön. Was? Es kommt zurück ins Bett, Marina. Marina? Er ist ein Mädchen. Ich lieb's. Aber was ist mit deinem Gesicht passiert? Macht blonde Locken und ein herziges Kleidchen. Gut, zusammensetzen und anmalen. Mach schnell. Ich bin wieder da in einer Stunde oder höchstens zwei. Ja, ich schaffe es. Du musst es schaffen. Drei ist es. Vielleicht lenkt es mir gerade noch. Seltsam. Ob da schon jemand arbeitet? Nein, nein, nein. Das ist gegen die Regeln. Wenn der Befana ihre Geschenke kommen, sollten ihr Kinder schlafen. Ja, ich weiss, aber... Ich muss zugeben, heute Nacht ist alles ein wenig anders als sonst. Aber das kannst du ja gar nicht wissen. Ich bin gerade verwacht, ich... Hey, was soll's, wenn er wach ist? So können wir schon früher Freunde werden, oder? Richtig. Nein, nicht richtig. Ich finde, Gell hat recht. So lustig. Ihr streitet miteinander. Sollten sich Farben nicht vertragen? Nicht unbedingt. Hast du noch nie gehört von Farben, die sich beißen? Aber nicht heute Nacht, oder, Freunde? Komm mit, wir zeichnen doch etwas für Franco. Einverstanden, ich fange an! Ihr Beschissen! Es ist doch Winter! Die Blätter sollten auf dem Boden liegen. Und sie sollten geil sein. Und Nadelbäume? Die behalten ihre Nadeln und sind immer, immer grün. Juhu! Oh, sie kann Mühe. Dann muss sie auch Milch geben. Aber ich weiss nicht, wie sie melken. Oh, ich mache es schon. Milch? Das habe ich noch gar nie gesehen. Sie ist ein Blausi-Fehler. Er will immer alles allein zeichnen. Alle wissen doch, Milch ist geil. Geil? So, Freunde, reisset euch zusammen. Kommt, helft mit. So. Oh, Herr Weiss, haben Sie nicht das Gefühl, es fehle noch etwas? Juhu, ist jemand da? Wer ist da? Ein kleines, armes, hungriges Wüsli, das gruselig gerne Stifte isst. Zum Pfnachen. Wer kommt zuerst? Gang zurück, Frau Maus. An meine Freunde kommst du nicht hin. Ein solches mieses Haus für eine Maus, das ist ja nicht einmal ein Brösmeli wert. Kein Stückchen Käse, nie ein Ei zum Ausschlürfen, kein Stückchen Anke für mein Pfötli zu dünkeln, keine Brösmeli, keine Reste, ich verhungere noch. Das kann ich ändern. Danke vielmals. Wie wär's mit dem? Oh,
Warte, ich bin noch nicht fertig. Wurst! Bitte, ich hau das nicht mehr los! Mach schlau! Moment! Nur einen Moment! Da! Warum machst du das? Hilf! Hilf! Mami! Mami! Ehrlich gesagt, Ruth, die Augen hättest du mir schon überlassen können. Katzenaugen sind meine Spezialität. Ich bringe die um, Klaus. Sobald wir da draußen sind, bring ich die um. Hirni, ich schwöre dir, ich habe wirklich nichts erzählt. Ach, etwa nicht. Ha? Wie kommt denn das Bullen so viel gewusst haben? Ha? Ha? Vorwärts. Gut, vielleicht ist mir da und dort etwas rausgerutscht. Aber schau da. Saug auf. Den haben wir aber böse reingelegt. Okay, vorwärts! Schau hier, ein Abfallkübel mit einem Bewohner. Wer bist du? Ein Spielzeughund, der redet. Ich heiße Nero, der schöne Nero. Brauchst du Hilfe? Dankeschön. Excuse schnell, bist du so gut? Warum habe ich das jetzt gemacht? Kannst du bellen? Ich kann bellen. Ich bin ein ganz richtiger Hund geworden. Oh, man sagt ja, am Dreikönigstag sei alles möglich. Ich glaube, das stimmt. Noch nicht überzeugt, hä? Renn! Renn! Ich finde hier nie einen. Ich gehe lieber das Geld holen. Nein, nein. Der Francesco war der Held. Er hat um Hilfe geschrien. Aber die Polizei hat gemeint, er sei... Ach so. Ich gehe sofort auf den Posten. Aber was haben die Bäche gesucht? Ich habe keine Ahnung. Spielt keine Rolle. In weniger als einer Stunde muss ich die neuen Spielsachen holen. Neue Spielsachen? Nicht. Komm jetzt. Schau, da kommt ein Spielzeug. Ganz von allein. Was? Ich bin der Vogel. Ich meine, ich bin davon gelaufen. Eine Verwechslung. Ich habe mich aus Versehen an einen Bub geschenkt, der aber ein Mädchen ist, der eigentlich ein Bubi wollte. Verflixte Seealgen und Quallendonnerwetter. Und sie stecken mit dem Skarafoni unter einer Decke. So ein Durcheinander und Chaos. Wirklich ein Durcheinander. Aber der Skarafoni, der Gunner, hat mich reingelegt und ist auf oder vor. Dann haben wir... Ja. Die Spielsachen haben genau das Richtige gemacht. Gut gemacht. Admiral Vollbart. Dankeschön, Madame. Und jetzt? Wart! Bitte, Madame, ich bitte Sie, geben Sie mir einen Bub, der an einem See wohnt. Oder sogar am Meer. Ja, natürlich. Madame, hätten Sie vielleicht auch noch eine Puppe? Für ein kleines Mädchen mit dem Namen Marina. Wird erledigt. Ein Spielzeug, das läuft und redet. Ja, warum nicht? Habt ihr noch nie etwas von Pinocchio gehört? Er war auch ein Italiener. Wir sind jetzt das Letzte übrig. Unser Neubesitzer heisst Roberto. 15, 17, 19, 21. Oh! Es ist perfekt. Ah,
Hast du je so etwas Grossartiges gesehen? Bevor wir uns Roberto schenken, warten wir doch noch einen anderen Zug ab. Ist ein Zug? Roberto! Roberto! Leg die Mantel an! Ich glaube, der Kran ist zusammengefallen! Oh, ich komme, Papa! Wir fahren mit und wenn es Probleme gibt, kommst du mir es sagen. Der Express kann jeden Moment vorbeikommen. Meine Herren, ich hatte meine Zweifel gehabt. Aber von dem, was ich jetzt gerade gesehen habe, der Roberto ist unser Mann. Richtig. Mein lieber Kommissar, ich habe euch alles erklärt. Warum sucht ihr also nicht nach dem Schuft Scarafoni, anstatt das unschuldige Kind die ganze Nacht einzusperren? Es wird hier niemand eingesperrt. Der Bub ist nur fest für eine Befragung. Gut, gut. Tut ihn also jetzt befragen und macht schnell. Mir geht's gar nicht gut. Und ich muss noch Spielzeug ausliefern. Darunter auch ein ganzes Puppentheater für euren eigenen Sohn. Ah. Wach mal, Schmutz. Geht holen den Bub. Ja, kommt grad. Da ist er, Chef. Ich schwör's, Frau Befana, ich hab's nicht gemacht. Ich bin doch der Ex, der Polizei gerufen. Ich weiss schon. Jetzt ist das alles aufgeklärt. Gehen wir heim. Nicht so schnell. Er ist zusammen mit zwei Stadtbekannten Dieben geschnappt worden. Wie wissen ihr, dass er nicht lügt? Lügen? Bin ich nicht alt genug, um zu spüren, wenn ein Bub lügt? Ich kenne meine Kinder, Kommissar. Gerade so, wie ich euch kennt habe. Mit 10 hat er Fingernägel abbissen und Angst im Dunkeln. Mit 16 seid ihr rot geworden, nur schon, wenn ein Mädchen euch angeschaut hat. Und tatsächlich, in einem Jahr konnte ich euch nichts bringen, weil ihr selber etwas gestohlen habt. Gut, es langt. Der Bub lügt nicht. Oh. Gut, jetzt kannst du heimgehen. Ich danke euch. Danke, Frau Befana. Nichts zu danken. Ich danke dir. Und keine Angst, schon im Morgengrauen wirst schon du ein Geschenk haben. Das gilt auch für euren Sohn. Oh, vielmal. Oh, danke schön. Ist gern geschehen. Oh, aber jetzt muss ich wirklich gehen. Die Befana macht ihre Sache wirklich gut, gell? Sie doch auch, oder? Ich? Meinst du? Also du setzt jetzt aber rein. Also gut. Gute Nacht. Du, mit dem Pelz frierst jetzt wohl nicht. Aber das ist doch kein Grund, allein der Kälte rumzuhängen. Komm doch heim zu mir. Ich habe einen guten Herr. Und ich kenne ein paar heiße Hündli bei mir. Gerade um die Ecke. Was schmeckst? Eine Wurst? Ein Huhn? Eine dicke Katze zum Jagen? Francesco! Nein, ein Freund von mir. Ich muss ihn suchen. Vielen Dank für alles. Wie du meinst. Ciao! Viel Glück, Schnuffel! Seid ihr sicher, dass ihr keinen anderen habt? Tut mir leid. Der Blaupfiel ist ein Einzelstück. Aber der andere Kleidzug, den ich gegeben habe... Das geht nicht. Ich habe den Blaupfiel gewissermaßen versprochen. Oh, schaut. Excuse, wenn ich unterbreche, aber es wird schon bald hell. Oh, du mein Trost. Schlafet jetzt ein bisschen. Und danke, nein, schon gut. Ha? Kein Tag sind weit und breit. Weil heute ein Königstag ist, glauben die fast gar, die müssen nicht arbeiten. Es ist inakzeptabel, Papa. Sogar der Sohn von unserem Diener hat Stift bekommen.
Und wir stehen wieder mal mit nichts da. Wir sollten Beschwerden eingeben, bevor... Taxi! Taxi! Es tut mir leid, aber ich habe jetzt Feierabend. Rückenberger. Bello! Komm, fang schon, Bello. Hör auf! Hau ab, du blöder Köter! Woher geht's, junger Mann? Hä? Ich geh heim, Signore. Und wo ist das? Piazza Principessa. Oh! Steig ein. Du gehst im Taxi heim. Was? Aber. Es ist doch der Königstag. Vergessen? Nein, nein. Da hinten rein. Wie ein kleiner, grosser Herr. Hü! Schlaf wieder ein. Es ist noch früh. Was sollen wir nur machen? Es ist schon fast 8 Uhr. Hä? Ich weiß auch nicht. Ah. Viel Vergnügen! Alles geschafft. Hey, Leslie? Bello? Bello, Lola? Rex? Ist dir etwas passiert? Francesco! Hey, nein! Aufhören, nicht so wild! Ich glaube, der mag mich. Ich will bei ihm bleiben. Aber danke fürs Mitnehmen. Wir müssen ein bisschen rennen. Viel Glück und alles Gute!
Fisch! Du bist der herzigste Hund, den ich je gesehen habe. Männer, was ist denn los? Komm mit! Geld. Noch mehr Geld. Da ist er! Hinterm Heim! Er darf uns nicht entkommen! Sie kommen mit mir. Aber wo gehen denn die alle her? Bis lieb, lieb jetzt. Oh, look. Oh, Francesco. Tut mir so leid. Ich hatte wollte das Original geben. Aber ich gehe noch heute zum Spielzeugmacher und stelle dir einen neuen blauen Pfeil. Das ist schon gut so. Ich brauche ihn jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt einen echten Hund. Ja, ja, einen echten. Das ist ein Geschenk von mir für ihn. Falls du ihm noch keinen Namen gegeben hast, lass dir auf den Namen Schnuffel. Schnuffel? Oh. Jetzt weiss ich, dass alle Spielsachen auf der ganzen Welt nicht so viel wert sind wie ein Freund. Wir werden immer zusammenbleiben, gell du? Kleiner Schlingel, was gibt's dir da so zu bellen? Er ist einfach glücklich. Glücklich, dass er lebt. Ich weiss, ihr beiden passen gut zusammen. Und nächstes Jahr brauche ich sicher jemanden, der mir dann noch hilft dabei. Was meinst du? Würde es dir gelusten? Oh, ja, ja! Gut. Das nächste Jahr können wir wieder alle zusammen sein. Und es gibt kein Gestör mehr wie das Jahr. Das nicht Thank you.
in our windy weather. Far near morning, all the sounds together. As I blew heroin, my memory lands.